Das Problem an ihm ist halt, man hat auch in seinen Kämpfen gesehen, gegen zum Beispiel jetzt auch Tim Kennedy oder gegen Joey Villaseñor, er hat eine sehr gute Cardio. Also man, wenn er so vorbereitet ist wie in den letzten Kämpfen, braucht man auch nicht darauf zu hoffen, dass er mit ansteigender Rundenzahl müde wird, dass seine Shoots langsamer werden. Also auf dieses Glück oder diesen Segen, also mit Cardio dort einige Sachen wieder wettzumachen, da kann er einfach nicht drauf hoffen. Und von daher prügeln einfach um sein Leben, weil ich wüsste es halt jetzt nicht. Also so eine Strategie, sagen wir mal, à la Couture, wird er auch nichts bringen, ihn gegen einen Käfig zu drücken. Er muss einfach auf den Lucky Punch hoffen. Ja, also es bringt auch nichts, das Krokodil ins tiefe Wasser zu ziehen. Also halt in die weiteren späteren Runden, das kann dann auch eher noch ins Auge gehen. Also, ich sehe das genau wie du, Danny. Damit kommen wir zum Schwergewichtsturnier und dem Kampf zwischen Antonio Bigfoot Silva und Daniel Cormier. Ja, alle hatten sich schon auf den Kampf zwischen Bigfoot und Alistair Overeem gefreut, aber da dieser ja nun von Strikeforce entlassen wurde, bekam Cormier seinen Platz. Was haltet ihr von dem Kampf? Ja, Cormier, wie ich schon mal gesagt habe, hat gezeigt, dass er eine ähnliche Veranlagung wie Cain Velasquez hat. Ein sehr, sehr guter Ringer, hat in seinem Stand sehr gut improvisiert. Also da haben die Leute vom American Kickbox Academy wirklich ganze Arbeit geleistet. Er hat sich auf jeden Fall verdient, nach dem Abgang von Alistair Overeem ins Turniergeschehen reinzukommen. Hat er natürlich mit Bigfoot Silva, also er heißt nicht umsonst Bigfoot, natürlich eine riesen schwere Aufgabe vor sich. Da kann er zeigen, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Gegen Jeff Monson hat er wirklich, ja, war er nie so richtig ernsthaft in Gefahr, hat den Kampf dort auch im Stand dominiert. Es wird sehr schwer für ihn. Ich denke, also Bigfoot Silva ist da ganz klar der Favorit und ich befürchte, dass auch so eine ähnliche Geschichte wie gegen Fedor uns bevorstehen wird, dass da einfach, ja, dass Bigfoot zu schwer, zu groß und zu stark für Cormier sein wird. Ja, also ich sehe es ähnlich. Ich denke einfach, Anthony Bigfoot Silva ist einfach physisch zu, ja, einfach too much. Also alles einfach zu viel für Cormier. Und ich denke auch, er wird eine ähnliche Taktik fahren, halt wirklich, wie er auch gegen Fedor gefahren hat. Die war ja überaus erfolgreich. Und ich meine, wäre auch verrückt, was daran zu ändern. Und also ich denke auch, also Cormier hat auf jeden Fall den Platz verdient, hat toll gekämpft, hat wirklich letzte Zeit wirklich ein paar gute Kämpfe gemacht, ist auch ganz gut aufgestellt, ist auch mittlerweile auch ganz runder geworden, also hat Stand-ups viel besser geworden. Gut, natürlich wird er sich jetzt auch nicht so durch die Gegend werfen lassen und vielleicht auch nicht so einfach auf den Boden bringen, sodass man halt diesen Ringer-Background hat, aber gegen so eine geballte Ladung wie halt einfach ja, Bigfoot ist, da irgendwann, denke ich mal, einfach knickt er ein und kann einfach auch nicht mehr der geballten Physis da standhalten. Hoffnung kann sich Cormier machen vom Kampf gegen Mike Kyle, der noch gar nicht so lange her ist. Also Mike Kyle hat ja gegen Bigfoot Silva gekämpft und dort in den ersten 10 Sekunden ihn auch wirklich sehr schwer angenockt. Jetzt kann man sagen, Bigfoot Silva hat dort bewiesen, dass er ein sehr gutes Kinn hat. Er hat ja nicht gerade den kleinsten Kopf und auch nicht das kleinste Kinn. Also es hält gute Schlagkraft stand. Aber er hat gezeigt, dass er im Stand anfällig ist. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, Cormier hat gezeigt, dass er seinen Stehkampf wirklich sehr gut erweitert hat. Und sollte dort Antonio Silva den Kampf jetzt wirklich sich auf offenen Schlagabtausch einlassen, würde ich ihm zutrauen, dass er dort auch mal so einen Treffer landen kann. Und ja, nichts ist unmöglich. Er ist Favorit, also Bigfoot Silva, aber wäre ich im Team von Daniel Cormier, würde ich ihm raten, also lass dich da nicht auf ein Ringer-Match ein, sondern halt das Ding im Stehen und knock ihn an und finish ihn dann, wenn er angeschlagen ist. Denkt ihr, dass Cormier Bigfoot auf den Rücken legen könnte? Und sollte er das überhaupt machen? Ja, aufgrund seiner guten Ringerausbildung und seiner explosiven, also ich sag, nenne es jetzt mal explosiven Shootings, kann er es schaffen. Also das ist außer Frage, gerade auch zu Beginn des Kampfes, wo man halt auch noch voller Energie ist und sag ich mal auch das Schweißfaktor jetzt nicht so eine große Sache ist. Die Frage ist, was ich gerade eben schon gesagt habe, sollte er das anstreben, weil er halt jetzt auch in den letzten Kämpfen bewiesen hat, dass er im Stehen dort überaus große Chancen hat gegen einen Kämpfer, also ihn auch wirklich auszunocken.
Er hat halt in diesem Kampf enorme Reichweitennachteile. Ich würde, wie gesagt, vorschlagen, annocken und dann vielleicht einen Takedown zu suchen. Es hört sich jetzt so einfach an, jemanden anzunocken. Das ist natürlich nicht so einfach, aber das wäre so die Taktik, die ich verfolgen würde. Also zu Beginn von der Kraft her können wir es schaffen, aber ob es jetzt erstrebenswert ist, das würde ich jetzt ein bisschen bezweifeln. Ja, also ich denke schon, dass er ihn runterbringen kann. Also ich denke auch, dass er vielleicht auch in die Oberlage schaffen könnte und dass er da auch wirklich was reißen kann. Alleine, wenn man, wie Danny eben schon gesagt hat, er kommt von AKA, also von der American Kickbox Academy, und halt hat da wirklich auch mit richtigen Kalibern zu tun, und Leuten auch, die vernünftig ringen können, ja, wie jetzt zum Beispiel Koscheck oder wie jetzt Cain Velasquez und so. Und also der ist schon also mit einem verdammt guten Team unterwegs und auch Leute, die ihn auch vernünftig vorbereitet haben, auch auf den Kampf. Und wenn er eine schöne Schlagkombination setzt, ich weiß nicht, ob er den unbedingt jetzt anlocken müsste, aber halt eine schöne Schlagkombination setzt, runtergeht, shootet, den runterholt, einen schönen Setup für den Takedown macht, da könnte auch schon alles klappen. Ob das jetzt am Boden so clever ist, mit Silver zu gehen, gut, das muss man sehen. Aber ein Ringer fühlt sich ja eigentlich immer ganz gut, wenn er oben auf einen Gegner drauf fliegt. Also er könnte es schaffen, aber ich denke auch eher, Silver ist einfach irgendwie too much. Also das ist mein Gefühl, aber ich sehe ihn jetzt auch nicht so komplett weit weg von der Musik. Also wie jetzt eben die Sache mit Jacare und Rockhold. Im Main Event des Abends wird der zweite Halbfinalkampf zwischen Josh Barnett und Sergei Karitonov ausgetragen. Für viele waren die Kämpfe so angesetzt, dass Barnett ins Finale spazieren wird und in der ersten Runde konnte er gegen Brad Rogers auch ohne Probleme gewinnen. Denkt ihr, dass ihm das auch mit Karitonov gelingt? Nee. Also ich glaube, Karitonov wird ja so ein bisschen als das Dark Horse in der, also als der heimliche Favorit in mittlerweile in dem Strikeforce-Turnier gehandelt, weil er wirklich also jetzt auch gezeigt hat, was wirklich in ihn steckt und wirklich in Fesselt kämpfen kann. Josh Barnett ist natürlich irgendwie auch noch der größere Name und ich denke mal auch, dass halt auch der Druck dann auch mehr auf Josh Barnett liegen wird. Aber ich würde Karitonov am besten will nicht unterschätzen. Also ich kann auch sehe eigentlich eher, dass Karitonov sogar gewinnt. Also da sehe ich es eher spiegelverkehrt. Ich denke, dass Josh Barnett, sollte er aus dem Fehler im letzten Kampf gelernt haben, das meine ich, der Fehler war Cardio, der wirkte wirklich sehr erschöpft und nicht so durchtrainiert, wie er halt in den Kämpfen davor war. Ich denke, Barnett wird den Kampf auf den Boden verlagern, er wird sich dort nicht mit einem ja, Kampf im Stand auf Karitonov einlassen und sollte er den Kampf auf dem Boden bekommen. Okay, Karitonov hat einen Sambo-Background und ist jetzt auch nicht gerade schlecht im Ring, aber ich denke, dass dort Josh Barnett eine Nummer zu groß für ihn ist. Barnetts Feind ist momentan für mich nur die Cardio und sollte er daran gearbeitet haben, müsste er den Kampf nicht ganz klar dominieren, aber dort sehe ich ihn ganz klar mit der Nase vorne, weil dort Karitonov zu große Lücken hat. Ja, und ich denke einfach, es geht gar nicht auf den Boden, sondern ich denke sogar, der Karitonov knockt den einfach den Josh Barnett in Stand aus. Also, weil, wenn es auf den Boden geht, denke ich auch, also, dass Josh Barnett einfach da der abgewichste Hund ist. Also, der ist am Boden einfach auch nochmal eine Hausnummer für sich. Es ist halt, Barnett hat nicht gerade sehr viele Freunde aufgrund seiner Vergangenheit, auch die ganzen Doping-Delikte, die er dort begangen hat, lassen leider auf sein gutes Können einen schwarzen Fleck fallen und ich finde, er wird ein wenig unterschätzt. Also ich denke, hätte er dort auch nicht auf gut Deutsch diese Scheiße gebaut im Kampf gegen Fedor, wäre auch für mich der erste Kämpfer gewesen nach langer Zeit, wo ich gesagt hätte, der wird Fedor wirklich ganz, ganz heftig gefährlich werden, weil er für mich ein gutes Gesamtpaket hat. Also ist auf dem Stand nicht zu unterschätzen. Dort sehe ich aber Karitonov schon vorne, aber er ist auch nicht so blöd, um solche Sachen nicht zu realisieren und dort auch dann den Kampf dementsprechend schnell auf den Boden zu verlagern. Und wie gesagt, auch wenn ich mich jetzt wiederhole, er muss an seiner Cardio arbeiten, das war sein großes Defizit im letzten Kampf, aber sollte er das in den Griff bekommen haben, sehe ich Barnett ganz klar vorne. Ja, vielleicht nochmal für die Zuhörer ganz kurz das nochmal anzusprechen. Du hast ja eben das erwähnt mit Fedor und mit Josh Barnett. Das war ja die Sache bei Affliction, die halt nicht zustande gekommen ist, aufgrund dieser Doping-Sünden von Josh Barnett, wo auch dann die Affliction halt die Promotion eingestellt hat und wieder zurück ins T-Shirts-Business, also ins gewechselt ist. Also wird Barnett die gleiche Strategie gegen Karitonov fahren, wie er das schon gegen Rogers gemacht hat? Aus meiner Sicht schon. Also ich denke, das wird er
schon machen, gerade auch, weil Karitonov im Stand, denke ich mal, ihm sehr wesentlich gefährlicher noch werden kann als Brad Rogers. Von daher sollte er den Kampf schon auf den Boden verlagern. Also ich sehe Barnett nicht so, dass er sich im Stand nicht wehren könnte, aber wieso sollte man jetzt große Risiken eingehen, wenn man dort ja auf dem Boden weitaus größere Vorteile hat? Alleine schon aufgrund der Submissions, die Barnett in der Lage ist, dort an Karitonov anzubringen. Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Ich sehe auch keinen Grund, warum Josh Barnett probieren sollte, mit jemandem zu boxen, der im Stand-up besser ist als er selber. Und er hat, wie gesagt, gefährliche Submission. Wenn er ihn auf den Boden kriegen sollte, ja, also das ist die einzige vernünftige Option, und die einzige gangbare Option eigentlich für Josh Barnett. Ja, abschließend haben wir noch ein paar Neuigkeiten. Als erstes müssen wir leider vermelden, dass Pascal Panzer-Kraus sich erneut verletzt hat und dadurch seinen Kampf gegen John Hathaway bei UFC 138 absagen musste. Es sieht so aus, als ob Pascal weitere 2 Monate ausfallen wird. Wie sehr wirft ihn das zurück? Ja, na klar, es ist so halt, was haben wir, UFC, die hat halt unglaublich viele Kämpfer unter Vertrag, und nach seiner Superleistung halt gegen Max Scanlon, wo er auch für den Fight of the Night Bonus hatte, war er natürlich Pascal in aller Munde. Ja, der ist eingeschlagen bei seinem Debüt direkt wie eine Bombe, und klar will man an sowas natürlich gerne anschließen. Und wenn man verletzt ist und wieder verletzt ist, ist es natürlich auch für einen Kämpfer jetzt unglaublich mental schwierig, von seiner Verletzung sehr auch zurückzukommen. Und andererseits muss man aufpassen, dass man nicht in Vergessenheit gerät. Ja, also kann mich da auch nur anschließen. Also es ist jetzt ein sehr harter mentaler Prüfstein für Pascal, dass er dort wirklich Ruhe bewahrt, keinen falschen Ehrgeiz entwickelt, wieder dann zu früh ins Training einsteigt, um nochmal eine erneute Verletzung zu riskieren oder dass die ganze Sache sogar chronisch werden kann. Das ist momentan jetzt das, was für Pascal sehr wichtig ist, dass er am Boden zerstört ist, dass er jetzt nach dieser guten Performance so verletzungsgeplagt ist, das kann man, glaube ich, wird jeder nachvollziehen können. Aber so ist es leider ja, in der Kampfbranche und in diesem Beruf ist das Verletzungsrisiko halt hoch. Da muss er jetzt durch, aber ich denke, dass Pascal mental so stark ist, dass er dort diese Hürde meistern wird und dann auch keinen falschen Ehrgeiz entwickelt. Ja gut, also dass es chronisch wird, mache ich mir jetzt keine Gedanken, weil das eine war eine Schultereckgelenkabsprengung und das andere war jetzt halt einfach eine ausgekugelte Schulter und noch am anderen Arm. Also von daher braucht man jetzt nicht unbedingt Angst haben, dass da irgendwie jetzt etwas ist, was sich jetzt immer wieder wiederholt. Aber es ist schon so, wie Danny vollkommen richtig sagt, man muss dann aufpassen, dass man seinem Körper auch die Zeit gibt, die er braucht, um sich vernünftig zu regenerieren, dass man nicht so früh einsteigt, weil man jetzt wirklich wieder Gas geben will und wieder eine neue Verletzung riskiert. Aber ich denke, jeder, der so Pascal so ein bisschen kennt, weiß, der Junge ist nicht nur ein taffer Kämpfer, sondern auch mental tough drauf. Und ich bin da einfach guter Dinge. Also der Pascal ist auch unglaublich clever und der wird schon wissen, was er da macht. Und ich lasse da noch nicht die Hoffnung fahren. Also. Für Pascal steigt Matt Brown bei UFC 138 gegen Hathaway in den Käfig. Was haltet ihr von dem Kampf? Ja, nach 3 Niederlagen in Folge konnte Matt Brown jetzt im letzten Kampf gegen John Howard zeigen, dass er ja, wieder zurück auf die Siegerstraße gelangt ist. Hat dort auch eine solide Performance hingelegt. Es ist ja, er ist dafür bekannt, dass er auch kurzzeitige Kämpfe entgegennimmt, ein sehr harter Kämpfer ist und für John Hathaway wird es ein harter Prüfstein, aber ich denke, dass, das sehe ich jetzt nicht aus der nationalen Brille, dass Pascal Kraus ein weitaus gefährlicher Gegner für ja, halt Hathaway geworden wäre. Ja, also ich würde jetzt mal gerne mal ab und zu mal widersprechen, weil ich jetzt die ganze Zeit den Danny irgendwie zustimme, aber ich komme nicht drum rum, ich muss den Danny wieder zustimmen. Ich denke auch, Pascal wäre halt wirklich der stärkere und auch der unangenehmere Gegner für Hathaway geworden. Und ja, ich sehe die beiden nicht so unbedingt so extrem weit auseinander, Matt Brown und Hathaway. Ich denke, wird auch ein spannender Kampf, aber es wäre einfach schön gewesen, halt für Pascal jemanden wie Hathaway wirklich zu besiegen, wovon ich auch bei der Paarung ausgegangen wäre, dass Pascal gewinnt.